Liebe Schwestern, liebe Brüder, herzlich begrüße ich Sie wieder zum Predigt-Podcast, heute zum Gründonnerstag, dem 1. April. Vorweg möchte ich sagen, Sie merken das vielleicht an meinen Augen, dass ich ein wenig Heuschnupfen geschädigt bin. Möglicherweise muss ich mitten in der Predigt mal zum Taschentuch greifen. Doch, mein Name ist Dietrich Oettler und Sie sehen hinter mir mein Arbeitszimmer. Ich bin Pfarrer im Gebiet zwischen Chemnitz und Leipzig und wie gewohnt vor der Predigt hören wir als erstes das Evangelium vom Gründonnerstag, von der Einsetzung des Abendmahles. Das Evangelium steht im Johannesevangelium, das Kapitel 13, die Verse 1 bis 15. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes, Ehre sei dir, o Herr. Es war vor dem Passiafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt. Und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm, »Du, Herr, willst mir die Füße waschen?« Jesus sagte zu ihm, »Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen.« Petrus entgegnete ihm, »Niemals sollst du mir die Füße waschen.« Jesus erwiderte ihm, »Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir.« Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm, wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagt er zu ihnen, begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir, Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder und alle, die diesen Podcast schauen, ich freue mich am Gründonnerstag immer, wenn wir als Evangelium die Fußwaschung hören. In der ersten Lesung haben wir aus dem Buch Exodus gehört, wie das Passiamahl eingesetzt wird, also das letzte Mahl der Israeliten vor der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. In der zweiten Lesung haben wir gehört, wie Jesus dieses umdeutet aus dem Korintherbrief. Er selbst ist jetzt das Passahlamm, das für die Sünde der Welt hinweg stirbt, die Sünde der Welt hinwegnimmt durch den eigenen Tod. Aber im Evangelium hören wir die Fußwaschung. Und für mich ist die Fußwaschung immer ein Schlüsselbeispiel, ein Schlüsselexempel, wodurch mir klar wird, wie denn eigentlich gewöhnliches Brot in Leib Christi gewandelt wird. Und wie eigentlich gewöhnlicher Wein in Blut Christi verwandelt wird, um es mal ganz holzschnittsartig zu sagen und auch ein bisschen naiv, wie kommt Jesus da rein? Das ist ja eine Frage, die ich für mich immer wieder neu durchbuchstabieren muss, die wir mit den Erstkommunion-Eltern immer durchbuchstabieren müssen und auch natürlich mit den Erstkommunion-Kindern. Wie kommt also Jesus Christus, seine göttliche Gegenwart, in eine alltägliche Materie von Brot und Wein. Für mich ist da, wie gesagt, die Fußwaschung ein Schlüsselerlebnis. Es ist die letzte Handlung Jesu vor seiner Gefangennahme. Er weiß das auch, oder wie der Evangelist Johannes formuliert, er weiß, dass seine Stunde gekommen ist, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Und er liebt die Seinen bis zur Vollendung. Und als ein Mahl stattfindet, steht er vom Mahl auf, legt seine Kleider ab und seine Schürze dafür an und beginnt
einen nach dem anderen den Jüngern die Füße zu waschen. Damals wie heute ein Knechts- oder ein Sklavendienst. Und als Petrus an die Reihe kommt, fragt er ungläubig: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Und da schwingt schon auch das Gefälle mit, wenn Petrus zu Jesus sagt: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Und Jesus gibt klar zu, dass das, was er jetzt tut, der Petrus nicht verstehen wird, aber dass es einmal eine Zeit geben wird, wo er es verstehen wird. Und als sich Petrus immer noch weigert, sagt Jesus den markanten Satz: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Keinen Anteil an Jesus zu haben, das bedeutet nichts Geringeres als kein Christ zu sein. Kaum vorstellbar für Petrus als die Person, die er, wie er gemeinhin, als den ersten Papst ansehen. Also hier merkt man, hier wird etwas auf die Spitze getrieben. Gott sei Dank lenkt Petrus dann doch ein: Herr, wenn das so ist, dann waschen wir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Aber wir können an der Reaktion nachempfinden, wie fremd oder wie befremdlich die Fußwaschung für Petrus und wahrscheinlich auch für die anderen Jünger gewesen sein muss. Warum ist Jesus dieses befremdliche Zeichen der Fußwaschung so wichtig kurz vor seinem Tod? Weil er wegkommen möchte von einer falschen Vorstellung der Achtung und der Ehrfurcht von höher gestellten Menschen, wo man aber nicht dient, sondern sich bedienen lässt. Am Ende klärt er auf, warum er so gehandelt hat. Ihr nennt mich euren Herrn und Meister und ihr habt recht damit, denn ich bin es. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, wie ihr einander tun sollt. Also Jesus hebt das Gefälle zwischen unten und oben nicht auf, das Gefälle zwischen dem Herrn und den Knechten. Aber er dreht es um, sodass die, die oben sind, auf einmal denen dienen, die unten sind. Und das ist für mich der Schlüssel zum Verständnis der Wandlung. Wenn Jesus eine solch große Demut hatte, sich zum Knecht zu machen und seinen Jüngern die Füße zu waschen, dann findet er auch einen Weg, demütig mit seiner göttlichen Gegenwart in die alltäglichen Materie von Brot hineinzukommen. Es ist dieselbe Demut am Werk, die das vermeintlich Niedrigere oder Alltägliche in Großes, dann Göttliches verwandelt. Eine Demut, die den Menschen mit Jesus und auch miteinander verbindet. Die Fußwaschung entfaltet dieselbe Wirkung wie die Wandlung, von der ja Augustinus gesagt hat: Empfange, was du bist, bleib Christi, und werde, was du empfängst, bleib Christi. Viele Menschen können diese Verbundenheit mit Jesus Christus und miteinander in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal nur eingeschränkt nachvollziehen und feiern. Digital, okay, aber wir wissen alle, das ist nicht dasselbe. Und deswegen begrüße ich alle Aktionen, in der Menschen, andere Menschen mit Gott und miteinander verbinden oder verbunden werden. Ich denke da gerade an die alltäglichen Zeichen, die auf den ersten Anschein so gar nicht irgendwie kirchlich oder göttlich wirken. Ich denke an die Osterbrote, die in vielen Gemeinden vor die Türen gelegt werden. Oder ich denke an die Osterbriefe, die verteilt werden. Die Ostergrüße, die man einander schreibt, auf ganz banal scheinende Osterbriefkarten. Dieser Dienst, der zwar nicht an den Füßen, aber an den Herzen der Menschen verrichtet wird, das ist auch Kommunion. Natürlich keine eucharistische Kommunion, aber doch auch reale, wirksame Kommunion, die die Menschen miteinander und mit Gott verbindet. Die Agapefeiern, die wir sonst in unseren Gemeinden miteinander feiern, müssen wir gewissermaßen in die Briefkästen und an die Haustüren verlegen. Und die Anbetung des Allerheiligsten, die wir sonst an den Anbetungsorten in unseren Gemeinden zu tun pflegen, die gilt nun den Herzen unserer Mitmenschen. In denen wohnt der Jesus Christus auch und will angebetet werden.
Die Eucharistie, deren Einsetzung wir heute feiern, findet also mitten im Alltag statt. Wenn wir Menschen zuhören, beistehen, wenn wir sie trösten, wenn wir ihnen eine Karte schreiben, wenn wir Zeit für sie haben. Tun wir das alles zu seinem Gedächtnis. Das wird ja bei der Einsetzung des Abendmahls so eingeschärft. Tut das zu meinem Gedächtnis. Ich wünsche Ihnen Segen und Kraft für die Feier der Heiligen Drei Tage. Danke allen, die diesen Podcast ermöglichen. Und vorerst Ihnen allen einen guten Donnerstag, bevor wir uns dann vielleicht morgen zum Karfreitag und dann auch zur Osternacht in diesem Podcast wiedersehen. Alles Gute und Ade.